nigga mad no. Das ist eine Bullenbrust in einem Vakuumsack. Schön, sind ihr den Freitag auch wieder mit mir am Start. Letzte Woche hat es ja bereits den ersten Teil von dieser zweiteiligen Serie gegeben. Und heute geht es um den zweiten Teil. Und zwar geht es um den Hauptbestandteil zu dem Gericht, das ich machen möchte. Wie ich euch schon vorher gesagt habe, ich habe hier eine Bullenbrust. Die Bullenbrust habe ich vakuumiert, das habe ich in meinem Geschäft gemacht, mit Olivenöl und Rüeblichkraut. Wie habe ich das gemacht? Ich habe das Rüeblichkraut im Olivenöl für etwa 6 Stunden bei 60 Grad ziehen lassen. Das habe ich vorher schön fein geschnitten, damit sich die ätherischen Öle im Öl lösen können. Also nochmal zum Mitschreiben. Bullenbrust vakuumieren mit Olivenöl und Rüeblichkraut. Das Olivenöl und das Rüeblichkraut für 6 Stunden bei 60 bis 70 Grad ziehen lassen. Gut. Was brauchen wir alles dazu? Eben, wie gesagt, die Bullenbrust, die vakuumiert ist. Eine Zwiebel brauchen wir noch. Und dann habe ich noch den Rest von meinem Rüeblichkraut. Dass ihr mal seht, wie das aussieht. Das ist ein bisschen ähnlich wie Kerbel, würde ich sagen. Und wenn man da dran schmeckt, es schmeckt nach nichts, aber sobald man das isst und zerkaut, schmeckt wirklich so ein bisschen eine Mischung zwischen Rüebli, Peterli und Kerbel, würde ich jetzt sagen. Und das ist wirklich eine sehr aromatische Mischung. Ich würde sagen, legen wir am besten los und ich zeige euch Step by Step, wie es funktioniert. So, was wir jetzt als erstes machen, wir stellen den Topf auf mit warmem Wasser und dann einen Thermometer daran befestigen. Wir tun die Bullenbrust bei einer Temperatur, bei einer Wassertemperatur von 60 Grad garen. Und das hinweg über, ich würde jetzt mal sagen, eine Stunde. Jetzt ist es wichtig, dass die Wassertemperatur konstant wirklich die gleiche ist. Weil sonst ist das Endprodukt nicht so, wie wir das haben wollen. Und das ist natürlich wichtig beim Sous-Vide-Garen. Ich habe jetzt hier noch so einen Siebeinsatz besorgt, weil wenn man natürlich kein Sous-Vide-Gerät daheim hat und so einen Topf nimmt, was passiert? Der Topf fängt am Boden unten an, die grösste Hitze zu bilden. Und wenn man jetzt den Vakuumsack einfach reinlegt und der den Boden berührt, dann ist der Punkt, wo der Boden berührt wird, am heißesten. Und somit ist dann unser Produkt dort zu weit gegart. Und den Siebeinsatz, den tue ich jetzt so einfach ins Wasser. So, der Siebeinsatz ist im Wasser, der Thermometer ist im Schwimmen. Und jetzt ist einfach wichtig, dass ihr wirklich die Temperatur haltet. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt, es steht jetzt auf meinem Thermometer 64 Grad und das ist steigend. Das ist, weil ich die Herdplatte vorher erst gerade eingeschaltet habe. Ich habe sie jetzt abgeschaltet und warte, bis die Temperatur wieder ein bisschen sinkt. Ich kann das auch erreichen, durch das ich jetzt einfach einen Schluck kaltes Wasser zum Beispiel rein tue. Gut, die Temperatur auf meinem Thermometer, die ist jetzt wieder am sinken. Sie ist bei 64 Grad und geht weiter runter. Und sobald ich jetzt die Bulle rein tue, weil das ist Zimmertemperatur, das ist recht kühl, wird die Temperatur vom Wasser sowieso nochmal runtergehen. Das heisst, ich tue jetzt das Päckchen da reinlegen. Et voilà. Und es ist bereits auch schon zu erkennen auf meinem Thermometer, dass da die Temperatur wieder runtergeht. 63,8 und weiter sinkend. Gut, jetzt haben wir ja hier unsere Zwiebeln, die wir für das Gericht noch brauchen. Und das ist jetzt eigentlich ganz einfach. Die wird jetzt vorerst einfach mal halbiert. Und so zur Mise en place gestellt. Was wir weiterhin haben, ist so ein kleines Soßenpfändchen. Weil wir tun jetzt eigentlich die halbierte Zwiebeln
in wenig Butter und Gemüsefond glasieren in dem Sinn. Und das braucht man dann nachher für Garnitur zu unserem Hauptgericht. So, bereits ist schon etwas mehr als eine halbe Stunde vergangen. In unserem improvisierten Sous-Vide-Topf sieht es soweit ganz gut aus. Wir haben die 60 Grad eigentlich konstant immer halten. Man muss halt immer ein bisschen daneben stehen und die Temperatur mal ein bisschen rauf, mal ein bisschen abschrauben. So, die Zwiebeln habe ich jetzt hier vorher bereits schon halbiert. Was ich jetzt weiterhin gemacht habe, ich habe im kleinen Töpfchen Butter und Gemüsefond, wo ich jetzt am Erwärmen bin. Sie sehen es vielleicht hier, der Butter ist noch nicht ganz geschmolzen. Das ist nicht so schlimm. Jetzt nehmen wir die Zwiebeln mit der Schnittfläche nach unten da reinlegen. Und die sind jetzt wirklich knapp bedeckt. Jetzt sind sie hier auf dem Herd und werden bei mittlerer Stufe weich gegart. So, was jetzt natürlich nicht fehlen darf, ist ein Rüebli-Püree, das wir im letzten Video gesehen haben. Ich mache jetzt hier eine Portion in ein kleines Pfändchen. Das sind etwa 3,5 bis 4 Esslöffel. Das ist eine gute Portion, weil wir haben ja keine Stärkebeilage in dem Sinn zu diesem Gericht. Den Rest tun wir wieder in den Kühlschrank. So, was jetzt eigentlich da nur zu beachten ist, ist, dass man es nicht auf zu hoher Hitze erwärmen, weil sonst brennt es an. Am besten einfach auf Stufe 1, Stufe 2. Jetzt die letzten 20 Minuten warm werden lassen. So, ihr seht jetzt auf dem Thermometer 60,6 Grad. Das heisst, ich tue hier den Herd wieder ein bisschen abregulieren. So, wichtig bei den Zwiebeln ist, die auch mal schnell kehren für ein paar Minuten, dass die andere Seite auch im Gemüsefond und Butter schwimmt. Vielleicht auch mal mit dem Löffel so ein bisschen übergiessen. Bei den Zwiebeln kontrollieren wir jetzt, ob die weich sind. Und das machen wir zwar mit Hilfe von einem kleinen Rüstmesser. Und weich heisst nicht so weich, dass sie bereits schon verkehrt, sondern dass es einfach ist, mit dem Küchenmesser sie zu durchstechen. So, eine Stunde ist jetzt vorbei. Ich habe das Poulet bereits schon aus unserem selber gebastelten Sous-Vide-Garer rausgenommen. Jetzt lassen wir das aber noch schnell etwa 5 Minuten stehen. Einfach um sicher gehen, dass die Wärme schön verteilt ist. Obwohl das eigentlich jetzt ja schon der Fall sein sollte, weil wir haben es ja im Sous-Vide-Garer gemacht. Jetzt einfach zum noch schnell sicher gehen, weil wir ja da nicht immer so eine ganz konstante Temperatur haben, dass sich die Temperatur jetzt nochmal optimal verteilt, indem wir es jetzt einfach bei Zimmertemperatur 5 Minuten nochmal stehen lassen. In der Zwischenzeit können wir jetzt hier unsere Zwiebeln aus dem Gemüsefond rausnehmen. Und eine Zwiebel besteht ja aus einzelnen Fragmenten. Wie ihr jetzt seht, ist die Zwiebel wirklich schön weich. Und das heisst, ich kann hier die einzelnen Fragmente auseinanderziehen. Die äußerste Schicht würde ich jetzt weglassen, weil die ist immer so ein bisschen, wie soll ich sagen, erstens mal nicht so schön zum Anschauen und zweitens mal einfach so ein riesiges Stück. Und am besten probieren wir jetzt hier gerade mal so ein Stück. Ich finde das wirklich etwas mega Feines. Die Zwiebeln wird meistens irgendwie verwendet zum Suppe kochen, Soße kochen, was auch immer. Aber zum Zwiebeln einfach so zu essen, kann man das durchaus machen. Im Butter und Gemüsefond einfach schön langsam ein bisschen köcheln lassen. Und jetzt machen wir natürlich noch etwas ganz Lässiges mit dieser Zwiebel. Jetzt haben wir hier unsere leicht angeschwärzte Zwiebel. Sieht super aus und schmeckt super fein. Jetzt geben wir natürlich unserer Poulet-Brust noch schnell ein bisschen Röstaroma.
Dazu tun wir jetzt meinen Liebling, Gusseisenpfanne, voll aufheizen. Dann haben wir hier auch noch unser Rüebli Kraut. Das werden wir jetzt auch gerade noch brauchen. Gut, unsere Pfanne ist heiß. Jetzt haben wir hier drinnen ja Öl. Und da lernen wir jetzt ein bisschen davon hier rein. Nicht zu viel. Ich gebe die Bullenbrust hier rein. Dann stellen wir die Temperatur ganz runter von der Pfanne. Butter rein. Unser Rüebli-Kraut. Würzen mit Salz. Wenig Pfeffer. Dann rühren wir das so ein bisschen rum. Die Bullenbrust, die wir jetzt leicht angebraten haben, schneiden wir uns jetzt noch zurecht. Und zwar würde ich die am liebsten aufstellen können. Dazu halbiere ich sie. Halbieren. Schneide hier einen kleinen Schnäffel ab, damit ich sie so anstellen kann. Das ist jetzt gerade mal mein Probiererli. Hervorragend. Und jetzt verfrachten wir das Ganze über an den Tisch und ich zeige euch, wie man einen richtig geilen Teller anrichtet. Zum Anrichten benutze ich jetzt hier die Schieferplatte, weil ich finde, auf Schieferplatte kann man auch so schöne Sachen anrichten. Der Kontrast von Schwarz zu den farbigen Komponenten, die wir hier haben, ist einfach 1A. So, ich würde sagen, das war es für die Folge. Sind gespannt auf das nächste Video. Und wie immer werde ich euch auch alle Zutaten, alle Mengenangaben für das komplett fertige Gericht unten am Video verlinken. Kochen es nach, geben mir Bescheid, ob es gut funktioniert hat. Ich werde euch auch noch im Video ein anderes Video verlinken. Mit einer anderen Garmethode zu dieser Bullenbrust ist etwas ganz Lustiges. Bis bald, wir sehen uns nächsten Freitag.